Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Silent Hill 2, das Remake. Und ja, bevor wir loslegen, ich entschuldige mich für die letzte Folge. Wie ich ja bereits erwähnt hatte, war ich etwas angeschlagen. Bin es teilweise immer noch, aber aktuell ist ja der Husten jetzt nicht da, wo ich sagen würde, ne? Und ich bin ehrlich, ich hatte auch keinen Bock gehabt, jetzt zu warten, bis ich wieder komplett fit bin, weil ich gerne durchziehen würde, weil es mir halt Spaß macht. Und ich euch ja, ne, was bieten möchte, euch versprochen habe oder gesagt habe, dass die Folgen immer kommen werden. Ja, mir geht es jetzt wieder soweit gut. Deswegen, wie gesagt, entschuldige ich mich nochmal kurz für die letzte Folge. Ich weiß nicht, wie oft ich schneiden musste, einige Szenen oder wie viele Pausen ich rausnehmen musste, damit das Video angenehm ist. Aber ja, was ist passiert? Wir haben in der letzten Folge alle drei Münzen gefunden. Wir sind jetzt quasi in der Anderswelt, in der, ja, könnte man sagen, Silent Hill Welt, in der Dämonenwelt oder Untotenwelt oder wie man das nennen soll. Ne, ihr seht schon, hier ist alles etwas verrottet, gerostet, alles komplett im Eimer. Und wir haben auch den legendären Pyramid Head kennengelernt, der etwas gemacht hat, was, naja, was ich jetzt nicht unbedingt laut sagen möchte, aber ihr habt es ja mitbekommen. Und wir haben die gute, hab ich das vergessen? Wir haben die gute Marie, Gott, jetzt weiß ich gerade nicht. Wir haben das junge Mädchen wieder getroffen, das wir auf Friedhof kennengelernt haben. Und wir haben den guten, ich glaube Barry hieß er, auf den Klo kennengelernt, der gerade ziemlich am wirken gewesen ist. Und ja, wie gesagt, nun sind wir hier unterwegs und müssen eine Uhr hinbekommen. Emma an der Tür, genau. Die Uhr. Wir haben bereits einen Zeiger eingefügt. Das Rätsel dazu fanden wir hier. Und jetzt können wir den zweiten einfügen, den Minutenzeiger. Und ich bin ehrlich, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich das hernehmen soll. Ob das jetzt hier der Fall sein könnte. Henry hat Angst vor Scott. Er flieht und sucht das Weite. Er flieht ganz flink nach Westen. Auf die andere Seite. Ich habe mir einen Kompass als Foto dargestellt, weil ich bin ehrlich, West, Ost und Süd und keine Ahnung, hast du nicht gesehen, ist jetzt nicht so meins. Doch Mildred kommt zu ihm, leer ist ihr Gesicht, Scott liegt ganz flach da, sah ihren Abstieg nicht. Also Westen. Also wenn ich es jetzt richtig sehe, müsste der... Ich weiß halt nicht, ob ich beide nutzen kann. Nein, ich kann nur... Okay. Okay, ich glaube, das hat funktioniert. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt gut gewesen ist, weil bekommen haben wir jetzt nichts. Wir speichern vorsichtshalber nochmal. Okay, gut. Also, wir haben die Uhr gesaved. Okay, aber was habe ich jetzt damit erreicht? Also, wir haben hier das... das M ist auf dieser Seite... Kann ich von da aus? Ne, warte mal, ich kann von hier aus, ne? Oh Gott, nein.
Und ja, wir haben auch neue Gegnerarten kennengelernt. Die berühmten Spucker sind am Start. So, das M. Das M mit den Motten. Oh Gott. Ach du Heilige. Oh mein Gott. Ich hoffe, wir treffen jetzt keine Riesenmotten. Oh shit. Okay. Okay, ausgestopfte Tiere oder zizierte Tiere. Und eine, ja. Gut, da habe ich noch keine Ahnung. Oh, ein Loch. Moment. Moment, Moment. Eins. Zwei. Also zwei Totenköpfe. Zwei, ja, Totenköpfe. Ja, die auf dem Rücken quasi von den Motten sind. Wenn ich es richtig sehe, vielleicht verstehe ich es auch falsch. Okay, wir preschen mal die Wand auf. Mal gucken, was passiert. Ich hoffe mal, jetzt kommt nicht der Mothman. Hallo? Oh nein. Okay, wir können drüber klettern und können wir auch wieder zurückklettern. Staubig. Kann ich zurück? Nein. Okay, warte mal. Der hat nur einen Flügel. Okay, warte, warte, warte. Ein Flügel. Ein Flügel, ne? Eins. Ja gut, Versuch war's wert. Ah, okay. Monde, die nach, warte mal. Die nach innen zeigen oder nach außen. Also eins, zwei. Eins, zwei, drei. Oder zählt alles, was mit dem Mond zu tun hat. Eins, zwei. Drei, vier, fünf, sechs. Fünf, sechs. Okay. Sechs. Thank you.
Also, wir haben den Totenkopf. Wir haben einmal den Totenkopf. Ah, okay. Eins, zwei. Drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Achte. Es wäre zu witzig, wenn es klappen würde. Acht, zwei, aber es sind doch zwei Totenköpfe. Eins. Zwei. Oder warte mal. Plus die zwei Würfel, also vier. Und hier wären es vier minus. Minus 1 plus 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 1. 2, 8 innen. 1, 2, 2, 3, 3. Vier. Okay. Ah, okay, ist gar nicht so einfach. Also für die meisten ist es bestimmt einfach. Die denken sich so, jo, das ist doch easy peasy. Okay, also wenn ich jetzt okay, wir gehen jetzt noch mal hier oben mit 8 rein. So.
Wir haben die acht. Acht Flügel. Und wie viele waren es, die innen sind? Eins, zwei, drei. Vier. Okay, wir gehen auf vier. Vier Flügel haben wir drinne. Minus eins. Drei. Plus zwei. Wir hatten zwei Köpfe, da sind es vier. Und dann haben wir hier vier. Drei. Aber wenn wir hatten hier die 8. 8 minus 1, 7. Nee. 7 plus 4. Und dann haben wir hier die 4 minus 1. Okay, irgendwas übersehe ich. Das sind zwei Augen. Augen bringen mir ja nichts. Also, muss ich schon noch mal kurz einen Stift suchen. Okay, also, Totenköpfe haben wir ja einen. Und hier haben wir einen, also zwei. So. Flügel hatten wir ein, zwei, drei, vier. 5, 6, 7, 8. Hätten wir 8 Flügel. Ja, 8 Flügel. So. 2 sind ein Minus. Plus 4. Plus 1, 5. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so lange dauern wird. Super. Aber diese Monde. Na, da haben wir doch die. Eins, zwei, drei und vier waren es doch. Vier Monde, so. Also Flügel. Oder ja, Monde. Okay, lass überlegen. Wir haben die vier Flügel. Minus 1 sind die 3. So, wir haben 2 Köpfe plus 2 sind die 4. Wir haben die 4 Köpfe minus 1. Schade. Oder minus 1 und dann plus, warte mal. Oder wir haben die 8 Flügel minus 1, 7. Das ist minus, dann
2 plus 1, 3 und 4 minus 1. Ne, 2. So, 8 Flügel. Plus 3. Plus 3. Aber nee, das geht ja auch nicht, wenn ich das jetzt rückwärts mache. Nee, 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 nee. Also die 8 Flügel sind ja immer noch da. Oder eben die 4. So. Warte mal. 1, 2, 3, 4. 4 haben wir. 1, 2, 3. 3 haben wir. Hä? Die Striche sind 4 Stück. Minus 1. Plus 4 minus. Was sind dann hier? Das sind die 2. Plus 1. Oh Gott, ey. Das kann dauern. Also ihr, ne, ihr seht ja hier die 4 Striche. Haben wir auf der Seite 4 Striche bei den Flügeln, bei den Monddingern. Dann unter dem Totenkopf haben wir 3 Striche. So. So ist der aktuelle Stand. Und dann haben wir die Totenköpfe. Also 8 minus 1, 7. 1 plus 2, 3. 3 plus 1, 4. 1 minus 3. Minus 1, 4. Plus 3. Zwei minus 1. 3 minus 2. Und ich dachte gerade, das wird so ein Easy-Peasy-Rätsel. Aber ja gut, dafür ist halt Silent Hill 2 bekannt, ne, für seine Rätsel. Deswegen konnte man auch am Anfang einstellen, Schwierigkeitsgrad von den Rätseln.
Ich weiß gar nicht, welche ich eingestellt habe. So, also wir haben hier einen Mond, der nach innen ist. Na, da hatten wir ja die vier. Das mit dem Totenkopf macht mich halt etwas. Junge, Junge, Junge. Die Frage ist ja, die Flügel, also der Mond, ist das halt wirklich das komplette Ding, ne? Und wir haben ja, komplett haben wir ja 8 Stück, wenn es danach geht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oder ist es 6 Stück, weil das ja gespiegelt wäre dann? Haben wir fünf? 3, oder haben die Striche schon was zu bedeuten? Weil es sind ja, wäre ja theoretisch dann wirklich 4 Symbole bei den Flügeln, wenn man jetzt nicht alles doppelt nimmt. Und die Striche sind ja 4, 3, 3. So, minus 2 plus 4. Okay, warte, warte, minus sind 3. Plus sind 4. Plus 5. Hier. Minus 1. So. 3 plus 1. 3 minus.
Ich raff's gerade gar nicht. Ich bin ehrlich, ich raff's gerade nicht. Wir haben die Köpfe. So, wir haben die und wir haben die Köpfe. Wir haben zwei Köpfe. Genau. So. Okay. 3, 4. 4. Hast du das erste Rätsel easy going hinbekommen? Und jetzt ist sowas hier. Naja, gut, es gehört dazu. Es gehört dazu. Wir haben halt 3 Stunden hier sitzen und die blöden Motten irgendwie hinbekommen. Oder auch nicht. Minus 1. So. Jetzt halt die Frage, ne? Flügel minus 1. So haben wir. Aber zählt das jetzt der Würfel plus Totenkopf plus Totenkopf doppelt oder nur als einer? Sechs, zwei, drei. Ich bin ehrlich, das macht mich gerade schon. Ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe es halt nicht. Ich irgendwas übersehen? Hey. Warum liegen die hier? Warum liegen die hier? Die sagen mir ja gar nichts. Wären ja dann auch noch mal 4.
So. Oder sollen die... Sollen das die bedeuten? Sollen die Kreise die Augen von, also den dargestellten Augen sein? Weil da wären es ja vier. Aber das... Das geht doch aber auch nicht. 2, 1, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Minus. So. Dann hatten wir hier Plus. Dann haben wir die Köpfe. Also dann haben wir quasi 4 Augen minus 2 Köpfe. Oder warte mal. 8. Ha. Oh, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Willst du mich verarschen? Das war die ganze Zeit der Hinweis. Also, oh mein Gott, ey. Boah. Oh mein Gott. Ja, toll. Hätte ich es gleich mal am Anfang richtig verstanden, ne? Man kennt es. Warum fässt du jedes Mal in irgendwelche Löcher? Er kommt tiefer rein. Komm, hol raus, was drin ist. Eine Nadel. Sekundenzeiger, willst du mich... Okay, es tut mir leid, dass das jetzt so lange gedauert hat. Ihr habt euch bestimmt gedacht, so Junge, wie kannst du nur... Ist doch easy peasy. Ja, nun. Muss ich mir jetzt Gedanken machen? Hallo? Ich speichere mal ganz kurz. Boah, es hätte so einfach sein können, ne? Ich hätte nur die Augen, dass ich, oh, dass ich daran nicht gedacht habe. Furchtbar. Okay, gut, wir haben einen weiteren Zeiger. Oh, shit. Gut, ich habe das jetzt einfach rumprobiert. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe einfach mein Glück versucht. Okay. Dankeschön. Ein Foto? Wie die Zeit vergeht. 11. Okay.
Habe ich die jetzt auf 11 gemacht? Okay, Uhr haben wir abgeschlossen. Das ist schön. Gut, dann können wir jetzt weitergehen, ne? Yeah, Moment. Hab ich hier schon geguckt? Ja, passt. Perfekt. Okay, das klingt nicht so gut. Oh. Okay. Okay. Schuhe. Ich wollte nur testen. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Immer vorher testen, ob er wirklich jeder tot ist. Okay. S an der Tür. S an der Tür. Da müsste ich jetzt hier durch. Ach, hier ist sehr schön. Okay. Entkommen. Okay. Wir haben es geschafft. Wir sind... Oh mein Gott, wir haben es überlebt. Wir haben den Kampf gegen Pyramid überlebt. Alter, geil. Schön, ich dachte schon, wir sterben jetzt. Aber okay. So ist das also gemacht gewesen. Okay, wir haben also den Schrecken hinter uns gelassen. Oh, Heilung. Geil.
Okay, das Wohngebiet ist erfolgreich beendet. Nun können wir wieder chillen, oder? Schade. Okay. Nichts Gutes. Schade. It was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? I don't know. What's a big dum-dum like you doing here anyway? Hey, that's not very nice. Didn't your parents teach you any manners? What you got there? None of your business. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! How do you know her name? Oh, okay. Interessant. Das kleine Mädchen kennt also Mary, die uns einfach mal so just for fun auf die Hand getreten ist. Und uns beleidigt. Ja, warum auch nicht, ne? Kann man ja machen. Okay. Kommen wir hier oben rein? Nein, schade. Oh. Das wäre lustig gewesen, dort reinzukommen. Vielleicht. Hast du gerade was gehört? Hallo? Oh, Injektion, nice. Oh, sie hat uns Pistolenmunition hinterlassen. Die gute Mary. Maryline. Patrick Chester, Sohn von Edward, erkämpfte und starb für das Volk. Die Freiheit und für unsere Zukunft, sein Andenken lebt weiter. Okay. Dankeschön. Ich weiß noch nicht. Lass uns erst mal gucken. Ah ja, guck mal hier. Was hast du? Willkommen in Silent Hill, einer ruhigen kleinen Stadt am See. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen. Es gibt keinen besseren Ort, um sich von der Hektik des Alltags zu befreien und endlich einen erholsamen Urlaub zu genießen. Erleben Sie die malerische Berglandschaft mit ihren rustikalen Häusern und die spiegelnden Oberflächen des Toloka Lake, die in der Abenddämmerung in traumhaften Farben erstrahlt. Silent Hill wird Ihr Herz berühren und mit Frieden erfüllen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und Erinnerung, die Ihnen für immer erhalten bleiben. Oh, ist das schön. Wenn es doch nur so wäre. Also ich meine, wenn es hier Nahrung geben würde,
Ja, so ganz normal Nahrung, Getränke und alles. Jetzt ohne unbedingt diese Wesen, könnte man trotz des Nebels vielleicht doch sagen, so, ja, kann man mal machen, ne? Kann man schon genießen, sich auf die Bank setzen, aber da man ja weiß, was abgeht, ja, ist leider problematisch. Gelbes Steak. Zum Andenken an die 67 Frauen und Männer, die an einer Krankheit starben und im See schlafen. Okay, da können wir nicht lang. Oh, hallo. You look like your girlfriend. No, my late wife. I can't believe it. Your face, your voice, you could be. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Warm. Sorry, I got confused. Hey, where are you going? I need to find Mary. Didn't you say she died? Oh. Yeah. 3 years ago. It's just, I got a letter from her. A letter? I know how it sounds. I'm not, I don't. Hey, it's okay. So, what did the letter say? She said she was waiting for me in our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? I don't know anymore. Something. I can't quite. Hey! I think I might know. I mean, there's this one place. Not far from here. What kind of place? The kind two lovers might call special. I can show you if you want. Unless you have somewhere else to be. Something else to do. Hey, easy there. I'm just messing with you. Come on. It's this way. You're coming with me? Can't you just tell me where it is? You're just gonna leave me here? Alone?
with all these monsters around? No, I just... Is it because I remind you of her? You loved her, didn't you? Didn't you? All right, just... Come on. So it's okay. Unheimlich. Ja, das ist schon... Ja, ist ja gut, Mary. Maria. Maria. Okay, sie sieht aus wie unsere Frau. Ah, sie rennt sogar. Sehr schön. Da stellt sich halt die Frage, wie lange lebt sie schon hier? Wenn sie wegen den Monstern, ne? Okay. Aber wenn sie sagt Monster, muss ich mir jetzt Gedanken machen, dass hier irgendwo welche auftauchen? This place we're going to, what is it exactly? It used to be kind of a special place for young couples in these parts. I think it's easier if I just show you. Er ist einfacher, wenn sie ihn mir zeigt. Das Problem ist, sie zeigt mir gerade gar nichts. Sie läuft mir hinterher. Who is that? Just a woman. Killed for no real fault of her own by moral upstanding folk. Common theme, I guess. What do you mean? In history, you know? Okay. Opfer der Verfolgung durch diesen. Jenny Carroll führte ein stolzes und ehrenhaftes Leben. Was hier geschah, wird nie vergessen werden. Okay, warte mal. Aha. Oh, was haben wir hier? Foto. So weit weg von zu Hause. 14. Die Sache ist, die haben die Zahlen auf den Fotos irgendwelche wichtigen Hinweise oder irgendwas Wichtiges an sich? Take a breather? What? I know, I just... Sorry, I'm just a bit preoccupied. It's fine. You know, if there's anything you want to talk about, anything at all... No. Let's just keep moving. Okay. Oh, können wir? Ah. Ja klar, aber da kann ich reingehen. Lass mich verarschen. Da kann ich reingehen und finde Heilung. Ja, schön. Auf dem Frauenklo finde ich Heilung. Okay. Dass sie dazu nichts sagt.
sie es nicht dazu sagen würde, so, hey, wo gehst du auf die Toilette? Aber gut, soll es mir recht sein. So, wo ist jetzt der Special Ort? Gut, besser, sie läuft mir hinterher, anstelle, okay, dass sie... Bist du sicher? Ich gehe noch nicht einfach so durchs Motel, ohne irgendwie hier was zu erkunden. Also bitte. Hey. Why'd you do that? Tja. Da guckst du, wa? Ich hab Langeweile. So nämlich, zack. Traust dich nicht, ne? Aber schön, dass sie darauf reagiert. Oh. Guck mal, hab Heilung gefunden. Erstaunste, wa? Oh. Okay. Okay, okay, okay. Ein Wagenheber. Ohne Stange. Perfekt. Tja, sorry. Musst du aufpassen. Könnt ihr jeden Moment zuschlagen. Ah. Aber mich treffe ich. Hoffentlich kann ich sie nicht verletzen. Er ist ja gut, Mensch. Falsche Richtung. Okay, ich find's gut, dass die Wege so gemacht sind, dass man sieht, aha, da kommst du hin und da kommst du nicht hin. Na gut, dann. Kann ich rein? You ever stayed in a place like this? The walls are so thin, you can hear everything. Love, hate, jealousy. Mhm. Hallo? Ah, was haben wir hier? Falls irgendwer was braucht, ich repariere die Rohre in 107. Okay. Ja. Wäre witzig. Aber okay. Ich hoffe, ich bekomme das hin, das Ding zu knacken. Weil ich nehme mal an, dass das so ein kleines Nebending sein wird. Oder es wird was Großes sein. Ich weiß es halt nicht genau. Excuse me. Okay, 107. Ja, okay. Hallo? Okay, ich wusste jetzt nicht, dass das funktioniert. Also bitte. Oh. Listen up, James. It sure beats running around with those monsters out there. I'm not so sure.
Immerhin, es gibt einen Drink. Aber wo ist 107? Ist da? Moment. Das ist 107. Ah. So, hier kann ich rein, ne? Can you let me in? Ist sie jetzt wirklich? Ist sie jetzt wirklich durchs Fenster geklettert? Och, Mädel. 1380. Eins weniger, eins mehr, drei weniger, eins mehr. Oh, ja. Okay, ich glaube, ich verstehe es. Mann, ich dachte, ich kann sie warten lassen, aber nö. Hey, you think I'd look good in this one? Sure. Not quite the ringing endorsement, but hey, I'll take it. Okay. Hier können wir speichern. Okay, merken wir uns, merken wir uns. Again. Boah, ey. Again and again and again. Merkt ihr das? So. Also. Nein. So. 1, 3, 8, 0. Eins weniger, eins mehr. 1, 3. Also wir machen erstmal. 1, 2. 8, 0. So. Eins weniger. Eins mehr. 4. 3 weniger. 5. Eins mehr. Also wenn ich es richtig habe, 0451. Wow, hat sogar funktioniert. Perfekt. Freut mich. What the fuck? Warum? I think you just saved my life back. Alter, warum? Und dann noch die Unterhosentypen. Okay. James? Ja. Is everything all right? Ja. Hey, you okay? It's like you froze for a second. Yeah. Ja, das kommt vor. Ein Schlüssel, den du im Tresor von Jacks Mutter Tourschlüssel. Yay.
Aber. Aber ich will mich noch umgucken. Ich will hier irgendwas finden. Ich will hier noch irgendwie eine Stange oder sowas finden. Okay. Ja, bleib draußen. Ist besser so. Schade. Ah. Was denn los? Yeah, it's just, this place just gives me the creeps. I'm not sure why. You ever been inside? I'm not sure. It does feel familiar somehow. Like a bad memory. It's nothing, really. Okay. So, das haben wir, das haben wir. Wir haben, wie gesagt, hier oben noch den Wagenheber. Und das würde ich gern herausfinden. So, James. Years. That's a long time. What will you tell her if, when you find her? That I love her. Oh, then. Lucky her. What's that supposed to mean? Nothing. Like I said, 3 years is a long time. Okay. Ja, hab nicht getroffen. Hallo? Warte. Weißt du, einfach klingeln aus Spaß und dann gucken, was passiert. Ich weiß nicht, ob das gut sein soll, das Geräusch. Das ist ein Auto. Okay, Auto, was an ist. Meinetwegen. So, what now? Now we look for another way. James.
Yeah.
Oh mein Gott. Sorry, dass ich jetzt nicht reden konnte, aber ihr habt es gesehen. Alter. Was zum Freak? Okay, schnell speichern und dann weiß ich nicht. Okay, wo sind wir jetzt? Cafeteria oder was? Ich durch eine Cafeteria. Woher hat sie den Schlüssel? Muni? Spritzer? Heilung? Okay, sehr gut. Maria? Maria, wo bist du? Bereit zum Durchstarten? 12. Maria? Hello? Ist, ne? Sag ich doch. Oh, zwei Schränke, einer leer, einer. Ansatzweise was drin. Alter, das war so ätzend wieder mit unseren Kackgegnern. Okay, Paradise. What? Oh, come on, don't give me that look. I was just kidding. What is this? Is this a special place you met? Don't be silly. Just have to go through and out the front. Then again, now that we're here, can't we stay just for a little while? Catch our breath before we head back out there? I don't have time to take a break. Mary could be out there, waiting for me. I know. It's just this place, this whole thing, it's like a nightmare. I just wanted to get away from it, even for a second. I'm sorry. No, it's fine. Sorry, I didn't mean to. I guess this place is getting to me, too.
You know, for thinking she could be here. Crazy is one word for it, I guess. I can think of another. What's that? Hopeful. Well, that's a nicer way of putting it. Here. What are you doing? Something to take the edge off. No? You sure? Fine. Be that way. Here's to... to hope undying. We should probably get fine. Ready when you are. Okay. Ja, ja. Man merkt, er ist im Stress. Verloren und gefunden. Und ich kann nichts davon mitnehmen. Schade. Selbst den kann ich nicht mitnehmen. Mal eine Runde tanzen. Als ob man hier okay. Nee, lass mal. Ja, I'm fine. Ich guck mich nur noch ein bisschen um. Schade. Ja gut, dann würde ich sagen, das war mal wieder eine weitere Folge Silent Hill 2, das Remake. Wenn es euch gefällt, wie immer gern Like da lassen, einen Kommentar und ja, mal gucken, in der nächsten Folge gehen wir dann mit der guten Maria raus. Ich hoffe, wir können einige Gegenden nochmal abklappern, wie zum Beispiel bei dem Wagenheber. Ob wir da vielleicht nochmal hinkommen, das werden wir vielleicht herausfinden dann in der nächsten Folge. Und ja, bis dahin erstmal. Tschüss.